Guten Abend wünsche ich Ihnen als Obmann des Theatervereines Höhne am Bodenmark. Es freut mich, dass wieder gleich beim ersten Mal so viele, trotz muss man sagen, in diesem Fall schönen Wetters zu uns gefunden haben. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. An der Spitze begrüße ich sehr herzlich die Frau Landesrat Magister Barbara Schwarz in Vertretung unseres Landeshauptmanns Dr. Erwin Bröhl. Bürgermeister Dr. Reinhard Reh, Gemahlin, als Vertreter passend zum Stück diesmal aus dem daneben aus der Weinstraße Krems, das Vorprodukt des Senfs, Bürgermeister Hubert Meisel mit Gemahlin. Und begrüßt unseren sozusagen Kulturminister, Vizebürgermeister Magister Wolfgang Derler. Die anwesenden Stadt- und Gemeinderäte darf ich in Kumbelhof begrüßen und alle anderen nochmals herzlich und bitte ein Wesentliches, das vergessen wir, bitte schalten Sie Ihre elektronischen Verbindungsmittel jetzt ab. Wir haben diesmal kein Stück zurück zu Weihnachten, wo Klingeltöne mitspielen auf der Bühne, haben Sie das auch zueinander gebracht. Ich möchte nur ganz kurz einen Abriss in drei Sätzen für unser 20-jähriges Jubiläum geben. 10 Jahre vor der Gotzerburg, bis diese saniert wurde und die andere in die Hände geriet. Dann 5 Jahre im Jesuitenseminar im ehemaligen Sonderschulhof. Dann waren wir 1 Jahr ohne Bleibe, suchten um Kirchenasyl an und sind jetzt das 4. Mal hier. Gestern war ich frech und habe gesagt, das Asyl ist aber auch nicht mehr kostenlos. Und von der Stammbesatzung sind noch ungefähr 7 Urgesteine einschließlich wir dabei. Daneben wechselnd und zahlreiche Neue. Und ich bitte die Frau Barbara Schwarz zu mir ganz kurz herauf, damit sie uns eine Grußbotschaft vom obersten Landesherrn überbringt. Bitte sehr. Herzlichen Dank. Eigentlich stehe ich jetzt da herum, weil ich Danke sagen möchte. Stellvertretend für alle jetzt an Sie, weil ich glaube, das, was Ihre Gruppe über diese 20 Jahre hindurch an Theater in Krems aufgeführt hat, geliefert hat, das sucht seinesgleichen. Und das ist ja nicht mit den paar Abenden getan, an denen man nur spielt. Das sind lange Proben, das ist Stücke suchen, das ist Umschreiben, das ist viel Engagement, das ist viel Herzblut, das da drinnen hängt. Und man spürt es jedes Jahr wieder, wenn man herkommt, mit wie viel Begeisterung hier Theater gespielt wird. Und ich halte das für so wichtig. Das steckt an, das motiviert vielleicht auch junge Leute, ein bisschen zum Theater zu finden, sich vielleicht hier auch Lust zu holen und dann in andere Theater zu fahren und sich was anzuschauen. Und dafür möchte ich eigentlich seitens des Landes einen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen. Und jetzt mache ich schon Schluss, weil jetzt freuen wir uns alle auf das Spiel. Dankeschön. Ich möchte betonen, wie die Frau Magister gesagt hat, was wir aufgeführt und geliefert haben in jeder Hinsicht in den letzten 20 Jahren, ist schon hören, sehen und bewahrenswert. Und es freut mich der Hinweis auf die Jugend. Wir sind mittlerweile vergreist nicht, aber Sie werden es merken. Und jetzt mal zum Schluss. Wir begeben uns jetzt blitzschnell in das Krems der 20er Jahre, in die Schmelzgasse 13, in das Haus des Senffabrikanten Ferdinand Wickel. Den hat es Wickel gegeben. Also. Danke, danke, ist schon gut, Marie.
vorne. Geben Sie mir bitte 1, 2, 7, 8. Der Rechtsanwalt selbst? Ja, hier ist Paula Michi. Danke, gut. Und geht es Ihnen? Ich kann doch nicht gut zu Ihnen sagen. Was Sie glauben, weil Sie gestern so frech zu mir waren? Was? Ich hätte den Kuss erwidert? Oh, gewährt habe ich mich. Da will ich auch nichts mehr von Ihnen hören. Da werde ich jetzt böse. Ach, Fritz. Ich sehe auch. Ja, gut. Treffen wir uns wieder, ja? In der Musikpavillon. Ja, um 3. Gut. Aber dass Sie sich ja benehmen. Was denn, kommen Sie nicht? Pfui. Schämen Sie sich. Gut. Also was? Mit wem sprichst du denn da? Mit Cousine Walli. Und zu der sagst du sie? Ja. Wir haben uns gestern gestritten. Walli? Ja, also es bleibt dabei. Ja, so wie wir es ausgemacht haben, Walli. Ja, Walli, verstehst du? Walli? Verstehst du, Walli? Ja, gut, also so wie es ausgemacht haben. Fräulein Walli ist draußen. Ja, hallo? Ja, ja, ich bin noch da. Wie? Ja, ja, um 3 Uhr beim Musikpavillon. Ich komme. Was? Was? Einen Kuss wollen Sie? Herr, was ergreifen Sie sich? Mein Mann wird Ihnen die entsprechende Antwort schon geben. So eine Keckheit. Wer ist der Herr? Mama. Nun, heraus mit der Sprache. Herr Rechtsanwalt Dr. Fritz Gerlach. Also, da hört sich ja alles an. Du unterstehst dich hinter unserem Rücken einen Herrn, einen wildfremden Menschen. Ich bin sprachlos. Warte, was sagst du dazu? Aber Paula, wie kannst du nur? Also, ich bin außer mir. Das muss Papa erfahren. Der wird dir schon Mones lehren. Lach nicht so blöd. Sag mal, wo du doch an deinem Schuld bist. Wieso ich? Ja, du. Warum kommst du auch gerade da, wenn ich mit dir telefoniere? Aber erlaube mal, bedanken musst du dich bei mir. Jetzt ist doch alles in bester Ordnung. Nach dem ermunternden Gespräch mit deiner Mama wird sich Herr Rechtsanwalt sicher seinen schönsten Gehrock anziehen und wird hier erscheinen und sagen, Herr Michel, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Glaubst du das wirklich? Siehst du? Da ist er schon. Oh, da ist er schon. Mein lieber süßer Fritz. Oh, du bist so glücklich. Ja, natürlich, liebes Kind. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals im Leben Fritz geheißen zu haben. Ich hoffe nicht, das war ja lustig. Zur Sache, wer ist dieser Fritz? Aber Papa, das ist doch der alte Fritz, du weißt schon. Wer? Der alte Hausdiener, der Fritz. Bah, so, so, das also ist der liebe, süße Fritz. Aber Kinder, ihr glaubt doch nicht, dass ich diesen Narren halt von euch. Ausschluss der Debatte. Vertage diese Angelegenheit. Ich werde mir aber gestatten, bei deiner Mutter mit einer kurzen parlamentarischen Anfrage zu kommen bezüglich dieses Fritz. Ah, da kommt's ja schon. Ja, apropos, gratuliere, ihr habt ausmalen lassen. Senfgel wie das Steinerradhaus. Ich freue mich lieber. Lieber Eduard, dass es dir gefällt, aber das ist momentan nicht unser Thema. Bitte, Paula, geh auf dein Zimmer. Einen Augenblick. Als ich dieses hohe Haus betrat, wurde ich von deiner Tochter mit den Worten, mein lieber süßer Fritz, empfangen. Ich stelle nun eine kurze Anfrage an dich. Ist dir die Person dieses Fritz bekannt? Und wenn ja, welche Maßnahmen gedenkst du dagegen zu ergreifen? In dieser Angelegenheit wollte ich ja mit dir sprechen. Und
unter vier Augen. Na, das ist etwas anderes. Walli, hinaus. Paula. Komm, Paula, sonst werden wir noch gewaltsam aus diesem hohen Haus entfernt. Ja, bitte, Parlamentsdiener. Lieber Eduard, du siehst mich hier in höchster Aufregung. Wie du ja weißt, habe ich alles getan, um meine Tochter nach den strengsten sittlichen und moralischen Grundsätzen zu erziehen. Ja, aber bitte zur Sache, wer ist dieser Fritz? Herr Rechtsanwalt Gerland. Was? Dieser Mann hatte die Kühnheit, mit Paula heimliche Rendezvous zu vereinbaren, ja. Das setzt allerdings seiner Verworfenheit die Krone auf. Aber es verwundert mich nicht. Ich kenne diesen Herrn nicht persönlich, Gott sei Dank. Aber, liebe Emma, wie du weißt, ist unser hochverehrter Justizrat und Syndikus unseres Sittlichkeitsvereins vor kurzem verstorben. Rechtsanwalt Gerlach hatte sich um diesen Posten beworben und ich sah es als Obmann unseres Vereines für eine Pflicht, mich über sein Vorleben zu erkundigen. Ich habe damit unseren Schwager Wimmer beauftragt. Dessen wörtlicher Spürsinn hat sich wieder mal auf das Beste bewährt. Ich sage dir, wir haben Dinge erfahren. Ah, Dinge! Einen schönen guten Tag allerseits. Grüß die Hand. Emma, lieber Schwager, gut, dass ich dich treffe. Ich habe es jetzt herausbekommen. Er ist es. Er ist der Vater von den unehelichen Drillingen. Ach, das! Seine Physiognomie ist mir gleich verdächtig vorgekommen. Der Mann ist seit 4 Jahren verheiratet und hat 7 Kinder. Herr Rechtsanwalt Gerhard, um Gottes Willen! Gott bewahre, nein! Der Bierkutscher Polke! Aber das, das ist doch erst in zweiter Linie interessant. Ach, vom Herrn Rechtsanwalt ist hier die Rede. Einen Moment. A, B, C, D, E, F, G. Gerlach. Also im Jahre 1920 Liebschaft mit einer Kellnerin. 1921 Beziehung zur Tochter seiner Wirtin. 1922 desgleichen zur Tochter einer anderen Wirtin. Ja, 1923 bis 1926 desgleichen zu einer Modistin. 1927 Januar Verhältnis mit einer Tänzerin. Juli desgleichen mit einer Varieté-Sängerin. 1928 Pause. Hat sich wahrscheinlich erholen müssen. Jetzt aber kommt's. Bemüht sich offensichtlich um die Tochter einer angesehenen Kremser Familie. Trifft sich mit ihr heimlich hinter dem Musikpavillon. Das weiß man auch schon. Und du kennst sie. Du weißt es. Unsere Paula. Nicht möglich. Was sagt denn der Michel dazu? Mein Mann? Ihr kennt ihn doch, der hat doch nur seinen Zelt im Kopf. Weiter reicht ja sein Interesse und sein Verständnis überhaupt nicht. Jawohl, das kann ich nur bestätigen. In Angelegenheit unserer Familie habe ich mir stets die Entscheidung vorbehalten. Und was Paula betrifft, habe ich bereits auch meine Disposition getroffen. Ja. Als ich im Vormonat bei der Sittlichkeitstagung in Salzburg war, wohnte ich bei der Vorsitzenden der Ortsgruppe, Frau Stadtrat Leisel. Eine sittstrenge, sehr elegante Dame. Wir haben uns angefreundet und sind darüber eingekommen, dass ihr Sohn, der ein sehr liebenswürdiger junger Mann sein soll, unsere Paula heiratet. Ja, kennt sie ihn denn? Nein. Aber ich habe gestern von der Mutter erfahren, dass er bereits abgereist ist. Er wird uns aller Wahrscheinlichkeit heute noch besuchen. Und alles Weitere wird sich finden. Der Herr Rechtsanwalt kommt mir jedenfalls nicht über diese Schwelle. Himmel, Jakob, sagt der Herr Lukas, das hat noch gefehlt. Ja, guten Tag, Herr Guten Tag, Herr Abgeordneter. Grüß dich Gott, lieber Schwager. Was, du auch? Na also, das sind die ganzen 7 Blasen in der Besammen. Blase? Ich weiß schon, lieber Eduard, unsere Bestrebungen finden nie deinen Beifall.
Hast du, Ferdinand, hast du Ärger im Geschäft gehabt? Du bist ja so verstimmt. Verstimmt? Eine Wut habe ich im Bauch. Da, ein neuer Termin mit Sachen, Neumeier und Söhne. 2 Jahre zieht sich der Prozess jetzt schon hin, wegen der 200 Tonnen Senf, die hinten im Lager liegen. Was ist denn mit dem Senf? Er ist dem Herrn Neumeier zu wenig scharf. Dass er nicht lacht. Der frisst Löcher in die Hosen. Der tut ja gerade so, als wäre er so süß wie ein Hitzchen seiner im Grenztal, sein Grenzersee. Aber ich habe den Prozess ja glatt gewonnen. Na also! Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Eben nicht. Der Neumeier geht in Berufung. Er hat sich einen neuen Anwalt genommen, so einen jungen Dutter. Jetzt geht das Ganze von vorne wieder los. Naja, kann man denn nicht auf üblichem Wege? Ja, habe ich ja versucht. Ich habe heute den Rechtsanwalt in Ruhe zusammengerufen. Ganz in Ruhe, habe ich gesagt. Menschenskind, sei's doch gemütlich. Bis der ganze Prozess vorbei ist, ist der Senf ja nicht mehr zu genießen. Dann ist er vollständig eingetrocknet. Gib mir der zur Antwort drauf. Ja, wenn er so scharf ist, wie Sie immer tun, dann können Sie einen Juckpulver draus machen. Servus. Na, dem habe ich es aber gegeben. Sauschädel war das Freundlichste, ja, was ihm so. Nein, Sauschädel. Da gibt es wieder einen neuen Prozess. Oh nein, das war ja am Telefon. Da kann ich zeigen. Ferdinand, bitte, hast du vielleicht einen Augenblick Zeit für eine Angelegenheit, die nicht mit Sämtlichen zusammenhängt? Nein. Was geht's denn? Es geht um unsere Paula. Sie hat hinter unserem Rücken eine Herrenbekanntschaft gemacht. Was sagst du dazu? Sehr vernünftig von dem Mädel. Ja. Also, du hast ja eigenartige Ansichten. Schau, das Mädel ist jetzt 25 Jahre alt. Sie möchte schließlich auch einmal heiraten. Und da muss sie sich schon ranhalten. Ja. Seltsame Grundsätze. Ja. Schau, mit den Mädels ist so wie mit dem Senf. Wenn sie einmal eingetrocknet sind, dann muss keiner mehr haben. Dann sind sie ungenießbar. Ja, und du hättest also auch nichts dagegen, wenn sie diesen Mann heiraten würde? Ja, warum denn? Nein. Wenn sie ihn gern hat. Wer ist das denn? Herr Rechtsanwalt Gerlach. Was, der? Was, du kennst ihn? Natürlich, das ist doch der Sauschädel. Paula, ich habe Papa alles erzählt. Er ist wütend. Jawohl, wütend bin ich. So, Papa, ich liebe ihn doch so sehr. Wen, den Herrn Rechtsanwalt Sauschädel? Ah, Gerlach? Ah, das verbiete ich dir, verstanden? Der kommt mir nicht über meine Schwelle, Basta! Der hat mein Schwiegersohn, nur über meine Leiche. So, jetzt hast du es gehört. Somit ist die Sache ein für alle Mal erledigt. Ich war so glücklich. Er wollte doch heute noch seinen Antrag machen. Antrag? Dieser Antrag wird ohne Debatte abgelehnt. Adieu. Niemand, kommst du mit? Ja, selbstverständlich. Adieu. Ja, adieu allerseits. Ich will nicht weiter stören. Bleib hier, es ist mir sehr recht, wenn du da bleibst. Die Vorkommnisse des heutigen Tages haben mich und natürlich auch Papa zu der Überzeugung kommen lassen, dass es das Beste ist, dich so bald als möglich zu verheiraten. Ich habe auch schon einen Mann für dich. Aus gutem Hause, wohlhabend, gebildet, vom bescheidenen Wesen und sanft gemüt. Seine Mutter begrüßt diese Verbindung auch sehr und er wird uns aller Wahrscheinlichkeit nach noch heute einen Besuch machen und du wirst ihm freundlichst entgegenkommen. Das bitte ich mir aus. Sehen wir uns deinen zukünftigen doch erst einmal an.
Vielleicht gefällt er dir ja sehr gut. Was? So einen Waschlappen, der sich von seiner Mutter sagen lässt, wie er heiraten soll? Überhaupt, wenn Mama mir das aussucht. Du kennst doch den Geschmack von Mama. Erinnerst du dich an das grüne Kleid, das mit den gelben Streifen drauf? Das ist der Geschmack von mir. Was glaubst du, dass da für ein Monstrum da aus Salzburg kommt? Aber du hast doch gehört, er hat andere bestechende Qualitäten. Wie war das noch? Er ist von bescheidenem Wesen und hat ein sanftes Gemüt, Paula Finn. Das ist ein Waschlappen. Grüß euch Gott, Kinderchen. Grüß dich, Baldi. Hallo, Onkelchen. Hallo, Onkelchen. Ja, Paula, was machst du denn für ein Gesicht? Was ist denn los? Nichts ist los. Du siehst, es ist quietschvergnügt. Loch nicht so blöd und schatz das raus für uns in zwei. Aber sag mal, Ferdinand, was ist denn los mit dir? Also, zuerst am Telefon, du tust so geheimnisvoll. Es dreht sich auch um ein Geheimnis. Darum habe ich dich ja zu mir hergebeten. Aber jetzt setz dich einmal in Ruhe nieder und dann werden wir das Ganze auseinandersetzen. Also, du machst mich richtig neugierig. Ja, ja. Aber schau du erst einmal im Nebenzimmer, ob da jemand drinnen ist. Schau da. Nein, also, da ist niemand drin. Also schau, du weißt doch, der alte Justizrat, der alle meine Angelegenheiten erledigt hat, der ist gestorben, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Und der Notar Wiesinger hat seine Praxis übernommen. Ja, ja, und meine Sachen auch. Aber da ist eine ganz heikle Sache dabei, eine diskrete Angelegenheit, die ich nicht jedem unter die Nase binden will. Und jetzt ist aber der Wiesinger entfernter Verwandter von meiner Frau. Naja, dann kannst du dir doch die Akten herausgeben lassen. Ja, ja, das habe ich ja gemacht. Aber, da sind sie ja. Was handelt es sich denn eigentlich? Schau, guck mal. Vor 25 Jahren, war draußen im Feuerthof, ist da eine spanische Tänzerin aufgetreten, Senorita Rosita. Genannte spanische Fliege. Ja. In Wirklichkeit ist die Rosamunde Wimpel aus Albrechtsberg. Ich war damals ein junger, lediger Mensch und sie hat mir gut gefallen und vorgedessen, wo ich mich eingeladen habe zum Essen. Ja. Das war sehr gemütlich und lustig, ist zugegangen. Alles in der Nähe natürlich, da ist so ganz klar. Und eines Tages war es da, das Kind. Ein Kind? Ja, ich war auch ganz erstaunt. Ich hab gar nicht gebraucht. Auf einmal erfahre ich eines Tages, ich bin Vater geworden. Ja, und ein paar Wochen später kommt dieses Foto. Na, das ist aber ein süßes Mädel. Ah, das ist ein Bub. Ja, das ist so, ja, schlecht getroffen. Du sagst, da steht doch was auf der Rückseite. Ja, ein kleines Gedicht. Freu dich, Papa, nun bin ich da. Das ist aber nett, hä? Da wirst du dich doch sicher gefreut. Ja, riesig. Ich bin gleich zum Justizrat gelaufen. Weißt du, ich war damals kurz verlobt und wollte doch keine Geschichte aufkommen lassen. Naja, und der hat also seit dieser Zeit für mich regelmäßig die Gelder überwiesen. Aha. Ja. Naja, und was soll jetzt ich bei der Sache tun? Oh, du musst mir einen Gefallen machen und diese Akten an dich nehmen. Ich habe keine ruhige Minute mehr in diesem Haus. Was glaubst du, wenn meine Frau davon erfährt, das ist ja nicht so aushalten, die mit ihren Sittenwahn. Stell dir vor, also Sie als Präsidentin des Sittlichkeitsvereins. Der hat ja einen Sittenfimmel. Und weißt du, ich bin schon das Gespött in der ganzen Stadt. Die nehmen mich den Sittenwächter. Aber du, Ferdinand, ich muss dir sagen, ich weiß in solchen Dingen nicht so richtig Bescheid. Psst, Marie, wo sind Sie denn? Ferdinand. Oh, guten Tag, lieber Ludwig. Grüß dich Gott, liebe Emma. Willst du mir nicht die Hand? Ja, selbstverständlich. Sogar alle beide. Bitte, lieber Ferdinand, gib mir doch rasch
100 Schilling. Ich muss noch einige Einkäufe schnell erledigen. Kann jetzt nicht. Wieso? Ich habe keine Anfrage. Ja, warum denn? Du willst schon wieder Geld von mir haben? Jetzt habe ich dir gerade vor kurzem eines gegeben. Du bist eine grässliche Frau. Das ist wirklich. Das nimmst du mir schon ab. Was soll das? Ach Gott! Ach so, was hast du denn? Wieso hältst du denn so krampfhaft deine Hände auf dem Rücken? Jetzt, was sagst du? Jetzt darf ich meine Hände nicht mehr am Rücken halten. Ich kann meine Hände halten, wo ich will. Du gibst jetzt höchst deine 100 Schilling und dann gibst du Ruhe. Ach, ich hab grad nicht so viel mit. Du musst mit mir runter ins Büro gehen. Ja, meinetwegen. Adieu! Ja, was ist denn? Wie oft soll er da deine Pfoten nachgehen? Das ist ein Schatakel! Adieu, Kinderchens! So, und ich bringe jetzt die Akten am besten zu meinem Rechtsanwalt. Also, Walli, ja. Das bleibt dabei, so wie wir es ausgemacht haben. Ja, ich gehe jetzt aufs Postamt, telefoniere mit deinem Fritz und berichte ihm alles, was bis jetzt hier geschehen ist. Ja, alles, die Nummer. Und vor allem, dass ich einen anderen heiraten soll. Lass mich nur machen. Fräulein, draußen ist ein junger Mann erfragt nach Mama. Wer ist es denn? Er sagt, er kommt aus Salzburg und heißt Heinrich Beisel. Der sanfte Heinrich. Darf ich ihn hereinlassen? Wir lassen bitte. Was war denn jetzt? Was fällt dir denn ein? Ich will ihn doch nicht sehen. Dann werde ich ihn eben empfangen. Du? Und was willst du ihm denn sagen? Ja, ich werde ihm die Heiratsgedanken schon ausdrücken. Das Fräulein lässt bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Verzeihen Sie, verehrtes Fräulein. Mein Name ist Heinrich Meisel. Wenn Sie gütigst gestatten. Bitte nehmen Sie Platz. Bin so frei. Ihre werte Frau Mama ist wohl nicht zugegen. Nein. Das ist schade. Sehr schade. Das ist jammerschade. Ich hatte nämlich den Auftrag, Grüße von meiner lieben Mama an Ihre liebe Mama zu überbringen. So, da wird sich meine Mama aber sehr freuen. Was haben Sie denn? Eine Motte. Ja, sag ich Teller. Kleine Motte. Kommt auch bei uns in Salzburg vor. Gestatten. Fräulein, Sie werden mich nun für einen Zoologen halten. Ja, an die Zoologie habe ich allerdings gedacht. Nein, ich bin Assyriologe. So? Ja, bei den alten Assyriern und Babyloniern, da bin ich zu Hause. Da weiß ich Bescheid. Die kenne ich in- und auswendig. Aber wenn es darum geht, eine junge Dame zu unterhalten, stelle ich mich furchtbar dämlich an. Nein, das weiß ich ganz genau. Mit den moderneren Mädchen habe ich so gar keine Berührungspunkte. Wenn statt ihrer hingegen eine ältere Dame hier säße, zum Beispiel Königin Hatschepsut. Wer? Königin Hatschepsut, 1290 vor Christi. Sie war die Tochter des Kataman Shabi des Zweiten. Ja. Der würde mich ausgezeichnet unterhalten. Ich bedauere lebhaft, dass ich keine alte Mumie bin. Nein, darüber bin ich gar nicht böse. Eine alte Mumie könnte ich doch nicht heiraten. Sie wollen mich heiraten? Nun, allemal. Das heißt, wenn Sie nichts dagegen haben. Unsere Mamas sind sich ja schon längst darüber einig. Ach so, nur deshalb. Sie sind wohl ein sehr folgsamer Sohn. Nein. Ich habe es meiner Mama gleich gesagt. Ich sehe sie mir an und wenn sie mir nicht gefällt, dann reise ich sofort wieder ab. Nun ja, gesehen habe ich Sie. Leben Sie wohl. Ja.
aber ich will doch bloß meinen Koffer ins Hotel schaffen. Ach so, ich dachte schon, Sie wollten abreisen. Nein, im Gegenteil. Empfehlen Sie mich Ihrer werten Frau Mama und ich werde mir erlauben, ihr morgen meine Aufwartung zu machen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, verehrtes Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Halli! Ist er weg? Du kannst kommen. Er will gar nichts von dir wissen. Gott sei Dank! Du sag mal, wie sieht er denn eigentlich aus? Halli! Was ist denn? Komm, sieh doch! Schau! Da unten geht Fritz! Du, der kommt direkt auf unser Haus zu! Mit seinen schönsten Gehrock mit Blumen in der Hand. Gratuliere, Frau Rechtsanwalt, was habe ich gesagt? Ich habe solche Angst. Soll ich euch alleine lassen? Nein, ist nicht. Bleib, bitte bleib. Wir lassen bitten. Der Rechtsanwalt Dr. Gerlacher. Meine Damen. Oh, pardon! Liebes Fräulein, hätten Sie die Güte und würden die Kammer von meiner Anwesenheit unterrichten? Aber sehr gerne, Herr Rechtsanwalt. Na, bekomme ich nun endlich meinen Kuss? Nein, wenn Mama und Papa dich hier sehen. Aber wo ich doch gekommen bin, um deine Hand anzuhalten. Fritz, ich soll ja einen anderen heiraten. Was? Ja, wen denn? So einen jungen Mann aus Salzburg. Der war eben da. Ach, der farblose Jüngling, der mir da auf der Treppe begegnet ist. Na, mit dem nehme ich noch allweil auf. Paula Mido. Fritz! Na komm, mein Schatz, komm, komm. Ah! Mich raus, Affe! Na, da brauche ich einen Schluck. Mein Herr, Sie erlauben sich meiner Tochter einen Kuss. Zugehen. Jawohl, aber beruhigen Sie sich, Sie bekommen auch. Sind Sie auch verrückt? Sie auch. Seine Frechheit ist mir noch nicht untergekommen. Was wollen Sie eigentlich hier? Das möchte ich auch wissen. Na, ich wollte mir doch erlauben, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Wir beide sind uns ja längst einig und damit ist die Sache ja eigentlich erledigt. Aber in solchen Dingen wollen ja die Eltern auch immer ein Wörtchen mitreden. Also, in Gottes Namen. Herr Senffabrikant, geben Sie doch Ihren Senf dazu. Also, mein Herr, Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass wir Ihnen unsere Tochter zur Frau geben. Ja, warum denn nicht? Was haben Sie denn gegen mich einzuwenden? Aha. Na ja, und Sie? Das sind allerdings schwerwiegende Gründe. Können Sie sich nicht etwas näher ausdrücken? Wenn Sie es unbedingt wünschen, bitte, Paula, geh auf dein Zimmer. Na, Mama! Raus! Na, raus! Ja. Raus! Raus! Und nun wird Ihnen mein Mann die Antwort auf Ihren ehrenvollen Antrag geben. Nein. Bitte, fertig! Jawohl, jawohl! Da wäre zuerst die Sache Neumeier und Söhne. Ich hatte den Prozess schon bereits gewonnen. Jetzt. Alles war in bester Ordnung. Jetzt fängt er schon wieder mit dem Senf an. Das sage ich ja. Jetzt fängt er wieder mit dem Senf an. Was soll mit den 200 Tonnen Senf geschehen, die hinten am Lager sind? Das habe ich Ihnen doch schon 100-mal am Telefon gesagt. Na ja, wenn Sie mir jetzt wieder mit dem Juckpulver kommen, dann kriege ich Juck in der Hand und ich lösche überall. Ferdinand, nicht. Aber das eine sage ich Ihnen. Den Prozess! Na, den Prozess, den gewinne ich. Dann können Sie sich drauf verlassen. Sie. Oh. Na ja, ich muss Ihnen doch beweisen, dass Sie einen tüchtigen Rechtsanwalt in Ihre Familie bekommen. Ach, so eine Mein Herr, bitte, ich würde empfehlen, diese Szene zu beenden. Na, ganz richtig, gnädige Frau, sagen Sie doch, ja, Sie werden mich ja doch nicht los. Oder was haben Sie denn noch für Bedenken? Das fragen Sie noch, wo Sie hinter unsere Brücke heimliche Rendezvous mit unserer Tochter verabredet. Aber gnädige Frau, hatten Sie in Ihrem Leben nie ein heimliches Rendezvous? Nie. Und Sie auch nicht, Herr Michel? Soll das ein Verhör werden? Ich verweigere die Aussage. Ganz abgesehen davon, Ihr nachgeradezu
skandalöse Vorleben. Was ein Vorleben hat er auch? Wimmer hat Nachforschungen angestellt. 6 Liebschaften in 8 Jahren. Nein, nein, das ist ein Irrtum. So? Naja, ich weiß es ja ganz genau. Es waren 8 Liebschaften in 6 Jahren. Das ist ja noch schlimmer. Und zu einem Sexualbrot sollen wir unsere Tochter geben? Also sie ist Oberkasanova. Ein Mann mit solch moralischen Defekten in unser sinnstrenges Haus. Das fehlt uns gerade noch. Schämen Sie sich, junger Mann. Pfui. Aber meine Herrschaft, man sollte in solchen Dingen nicht so harsch urteilen. Gerade in den sittenstrengsten Familien kommen derartige und vor allem merkwürdige Dinge vor. Ich könnte Ihnen da gleich einen Fall aus meiner Praxis erzählen. Ein sehr ehrenwerter Mann aus unserer Stadt hatte vor vielen Jahren eine Beziehung zu einer Tänzerin. Was ist los? Naja, zu einer spanischen Tänzerin, zu einer gewissen Senorita Rosita. Die spanische Fliege. Das interessiert uns gar nicht. Ja, aber Ferdinand, lass doch den Herrn Doktor weiter erzählen. Meine Güte, sollte der die Geschichte kennen? Na ja, sie trat draußen am Förthof auf und besagt, der Bürger unserer Stadt gehörte zu ihren eifrigsten Verehrern. Ja schon, das ist ganz eine harmlose Geschichte. Na, harmlos? Plötzlich war er Vater. Vater? Ach, der weiß alles. Der weiß alles. Und so eine unmoralische Geschichte erzählen Sie da vor einer Dame? Ah, das verbiete ich mir. Immer geh raus. Entschuldigung, Ferdinand, ich möchte doch wissen, wer der Herr ist. Das kann doch schön werden. Also der Herr wurde plötzlich Vater. Ja. Natürlich, er kann es schlecht Mutter werden. Na ja, eines Tages bekam er natürlich Nachricht von diesem freudigen Ereignis. Und er bekam noch eines, wir werden da gleich nachschauen, und zwar ein Foto von seinem Sprössling. Hier ist es. Das Foto hat er auch? Nein, das lasse ich nicht zu. Warum denn nicht? So ein splitternacktes Kind, das ist ein Kind. Also sowas. Und dieser Mann wird sich wahrscheinlich gar nicht kümmern um seine Tochter. Das ist ein Sohn. Ich wollte sagen, das ist ein hundsgemeiner Kerl. Oh, ich spitze schon Blut. Ja, aber wer ist denn nun der Vater? Na, den Namen darf ich Ihnen natürlich nicht verraten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das würde mich als Präsidentin des Vereins für Mutterschutz natürlich schon sehr interessieren. Hat das Kind Ähnlichkeit mit dem Vater? Naja, eine frappante Ähnlichkeit. Wenn ich das Bild so mir anschaue, dann sehe ich den Vater direkt vor mir. So ein gemeiner Kerl. Sehen Sie, gnädige Frau, derartige Dinge passieren in den angesehensten Familien und ich würde keinen Augenblick zögern, der Schwiegersohn dieses Mannes zu werden. So werden Sie es doch. Ich gebe mir jedenfalls meine Einwilligung nicht und mein Mann auch nicht. Nicht wahr, Ferdinand? Ich? Da kann ich ja nur lachen. Da habe ich mich schön in den Safe gesetzt. Grüß euch Gott, Kinderchen. Oh, da bin ich wieder. Das hat mir noch gefehlt. Herr Rechtsanwalt, ich empfehle dich. Wo gehst du denn hin? Zu Wimmer. Wir müssen herausbekommen, wer der Vater ist. Das auch noch. Steiger! Du Mensch, was hast du mit meinen Unterlagen, mit meinen Akten gemacht? Ferdinand, da kannst du ganz beruhigt sein. Also, die sind in den besten Händen. Wem hast du sie denn gegeben? Na ja, hier, Herrn Rechtsanwalt Gerda. Du Riefi! Du brauchst keine Sagen Sie, der Herr, der gestern hier war, Sie wissen schon.
Der kleine Salzburger. Ja, ganz recht. War der heute schon hier? Nein, Fräulein. Ah, es ist gut. Es ist doch nicht so einfach, als ich dachte. Weil ich... Gut, dass du da bist. Wie ist es gestern noch geworden? Ja, das ist es ja. Ich habe keine Ahnung. Von Fritz habe ich nichts gehört. Naja, und Mama und Papa erzählen mir sowieso nichts. Das ist schrecklich. Sag, was hast du da eigentlich für Bücher? Ach, aus der Leihbibliothek. Geschichte Mesopotamiens? Geschichte Assyriens? Leitfaden zur Entzifferung der Keilschrift? Sag mal, Sefa, interessierst du dich denn für so aber etwas? Aber immer schon. Du glaubst gar nicht, wie interessant das ist. Fräulein, der Herr ist wieder da. Komm, gib die Bücher her. Welcher Herr? Sie wissen doch, der Herr Rechtsanwalt. Was für Fritz! Der meine Damen? Herr Fritz, sag mal, was war denn eigentlich gestern noch? Mama war die halbe Nacht über auf und hat Einladungen geschrieben für eine außerordentliche Sitzung des Sittlichkeitsvereins. Naja, es wird Gericht gehalten. Über dich? Nein. Diesmal geht es um einen ganz anderen Sünder. Was geht hier eigentlich vor? Na, das ist nichts für kleine Mädchen. Na, ist der Herr Papa schon etwas besser gestimmt? Ach, der ist vielleicht wütend. So habe ich den überhaupt noch nie erlebt. Der Vermoster wird's ja noch toller. Wenn der dich überhaupt hier sieht. Ja, dann geht er in die Luft, macht ja auch nichts. Nach und nach wird er sich schon an mich gewöhnen. Und ich verspreche dir, ich gebe nicht eher nach, bis er mich auf Knien bittet, sein Schwiegersohn zu werden. Na, ich danke. Fräulein, der Herr Salzburg ist schon wieder da. Herr Meisel. Nein, auf keinen Fall. Ich will diesen schrecklichen Menschen nicht sehen. Du tust ihm Unrecht, Paula. Ich finde, er ist ein sehr netter, junger, sympathischer Mann. Ey, Scheißerl ist das! Das ist nicht wahr! Pardon, meine Damen, wer ist denn dieses nette, sympathische Scheißerl? Das Ekel, das mir Mama zum Mann ausgesucht hat. Ach, mein Rivale, na, den will ich mir doch einmal näher anschauen. Na, ich danke. Ich verzichte auf diese Bekanntschaft. Ich gehe jetzt. Na, warte, mein Jüngling. Du wirst froh sein, wenn du wieder in der Eisenbahn sitzt und nach Salzburg abdampfen kannst. Na, das wird ein Mordspaß. Na, bleiben Sie da, Fräulein Walter. Nein, ich mag auch nicht. Verzeihen Sie, mein Name ist Meisel. Sehr angenehm, Dr. Gerner. Ich freue mich außerordentlich. Na, wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Ich bin so frei. Herr Doktor, sind wohl ein Verwandter des Hauses? Na, noch nicht, aber ich gehöre sozusagen zur Familie. Das freut mich. Dann kennen Sie bestimmt den Grund meines Hierscheins. Na, selbstredend kenne ich den. Ja, es ist eigentlich der Wunsch meiner Mama und ich möchte den Gefallen tun. Aber Herr Doktor, ganz ehrlich unter uns, glauben Sie wirklich, dass ich der richtige Mann für Fräulein Michel bin? Na, ich weiß nicht. Ich habe mir diesen Mann so ganz anders vorgestellt. Viel toller und flotter. Forscher. Ja, Forscher bin ich keiner. Aber wenn ich es wäre, würde ich keinen Augenblick zögern und mich erklären. Aber unter uns gesagt, ich bin wie gelähmt. Ach. Ja, ich traue mich nicht. Meine Mama hat mir allerdings von meiner Abreise noch gewisse Direktiven gegeben und mir errötend anvertraut, wie sich mein Papa ihr vor 28 Jahren genähert hat. Aber ich glaube kaum, dass diese Art noch in Mode ist. Naja, das bezweifle ich allerdings auch. Speziell in dieser Beziehung haben sich die Voraussetzungen in den letzten 28 Jahren kolossal gesteigert. Sehen Sie? Ja, und das Frau Fräulein gefällt mir nämlich außerordentlich. Aber, Herr Doktor, können Sie mich da einen Rat geben? Ich habe so keine Ahnung, wie man das Herz einer jungen Dame erobert. Na, aber mit dem größten Vergnügen. Wissen Sie, heutzutage fackelt man nicht lange herum, sondern geht einfach zielstrebig auf das Ziel, los. Also, passen Sie mal auf. Ja, was ist denn? Also. Ja, sehr angenehm. Also, hier steht die junge Dame und hier stehen Sie. Nun, gehen Sie auf die junge Dame zu, nehmen Sie
beim Kopf und knutschen sie ab, bis ihr die Luft ausgeht. Begriffen. Na, gib sie auf. Nein, nun erst recht nicht, wo die Sache so einfach ist. Danke Ihnen, herzlich. Aber Sie nicht meinen, wenn Sie so strapaziert haben. Und nicht wahr, wenn es dazu kommen sollte und wir werden Mann und Frau und ich weiß mal wieder nicht Bescheid. Dann kommen Sie einfach zu mir. Vielen Dank. Ein zu netter Mensch und seine Methode gefällt mir ausgezeichnet. Herr Meisel, Sie sind noch da? Ja, nun freilich. Ein so hübsches Mädchen. Der Herr Rechtsanwalt hat Ihnen wohl wehgetan? Der Herr Doktor? Mir? Keineswegs. Aber er hat Sie doch aufgeklärt. Ja, das hat er. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Was hat er Ihnen denn gesagt? Naja, er hat gesagt, ich soll... Na, was denn? Ich soll... Was denn? Ach, was ich riskier's. Sehr lieb hat. Ja. Naja, dann. Haben Sie mich denn lieb? Freilich, sonst hätte ich mir noch nie erlaubt. Und wenn Sie nur die Güte hätten und mich auch kein wenig gerne hätten. Und dann? Dann würde ich mir erlauben, noch heute mit dem Papa zu. Ja? Darf ich? Ja, nun, wo Sie mich doch schon geküsst haben. Ja, das konnte man eigentlich gleich nochmal machen. Der Mann liebt mich. Ja, ich möchte doch einen möglichst günstigen Eindruck auf ihn machen. Naja, wissen Sie, das verstehe ich. Ich kann Ihnen da gleich einen guten Rat geben. Also, ja. Sie gehen auf ihn, den Herrn Michel, zu, breiten die Arme aus. Ah, da sind die Luft aus. Aber nein, da sind die Luft aus. Sie breiten die Arme aus und sagen zu ihm, freu dich, Papa, nun bin ich da. Papa, wo bist du denn Papa? Na, wo sind doch seinen Schwiegersohn retten wollen. Ach so, ja, richtig. Ja, ja, ja. Also, Sie werden nicht glauben, was Sie mit diesem einfachen Satz für eine grandiose Wirkung erzielen. Na ja, sicher. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen vielmals. Ich glaube, da kommt Herr Michel. Ah, da kann ich ja gleich. Nein. Den überlassen Sie nur mir, denn wenn er mich sieht, dann kommt er erst in die richtige Stimmung. Ah, ausgezeichnet. Okay.
mein Gott! Sie schon wieder! Adieu! Adieu, Herr Winkel! Herr! Wollen Sie mich denn in den Wahnsinn treiben? Na, wofür halten Sie mich denn? Ach, das sage ich Ihnen lieber nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich sonst mindestens 6 Monate bekomme wegen Ehrenbeleidigung. Ja, im Strafgesetzbuch, da kenne ich mich einigermaßen aus. Ach. Jawohl. Und wissen Sie, was das gestern war mit dem Bild? Versuchte Nötigung. Ja, ha, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft. Und wenn Sie jetzt nicht schauen, dass Sie rauskommen, dann ist das Hausfriedensbruch. Bekommen Sie weitere 3 Monate, dann bin ich Sie endlich ein halbes Jahr los. Na, das könnte nicht so passen. Jawohl. Was wollen Sie denn eigentlich schon wieder hier? Ich wollte Sie doch nur meinen Rat bitten. Ich rate Ihnen verschwiegen. Aber Sie wissen doch gar nicht, worum es geht. Es waren heute einige Herrschaften bei mir und haben mir das Syndikat des Sittlichkeitsvereines angetragen. Oh, welche Ehre! Ja, eine sehr einträgliche Position. Die Herrschaften haben allerdings eine Bedingung daran geknüpft. Sie wollen einzig in gewisse Akten und in dieses Bild haben. Und das haben Sie getan? Na, das trauen Sie mir zu? Ja, Ihnen traue ich alles zu. Nein, ich habe dieses Ansinnen natürlich abgelehnt. Die Akten stehen Ihnen zur Verfügung und hier haben Sie Ihr Bild zurück. Oh, ein höchst anständiger Mensch. Ja, das freut mich aber. Aber jetzt können Sie mir doch Ihre Tochter zur Frau geben. Ich denke, ich kann nicht dran. Na, erlauben Sie. Jetzt, wo ich das Bild habe. Na ja, dann werde ich mir das mit dem Sittlichkeitsverein doch noch einmal überlegen. Ein höchst unangenehmer Mensch sind Sie. Und sowas will mein Schwiegersohn werden. Jawohl. Jawohl, und ich werde's. Und Sie können sich auf den Kopf stellen. Sie? Sie? Nie? Ich werde's. Ach, da brauche ich einen Schluck. Ah, das ist ja nichts. Na, Prosit und Gesundheit. Aber nützen wird Ihnen das ganze Jahr überhaupt nichts. Adieu, Schwiegerpapa. So ein Sauschwäger. Eine schöne Geschichte eingebrockt. Wenn meine Frau davon erfährt, Ferdinand, ist ja nichts aus. Ferdinand, heute kriege ich's raus. Aber was willst du denn raus? Wer der Vater ist. Ja, zum Donnerwetter hast du nichts Besseres zu tun, als deine Nase in eine fremde Angelegenheit hineinzustecken? Erlaube mal, nachdem es sich um einen hoch angesehenen Kremser Bürger handelt, haben wir ja nachgeradezu die Pflicht, schonungslos vorzugehen. Soll denn das arme Kind im Rinnstein verkommen, während der Vater, dieser Wüstling, im Wohlleben schwelgt, an der Seite einer ahnungslosen Gattin? Auch dieser Frau müssen die Augen geöffnet werden. Nein, lass sie wieder zu. Nein, und nochmals nein. Wir haben immer mit den Recherchen beauftragt, diesmal gehen wir der Sache auf den Grund. Ach du meine Güte, Rimmer, da bin ich schon geliefert. Ach du meine Güte. Steiger, du traust dich noch hierher? Ferdinand, ja, aber lieber Ferdinand, ich hatte doch keine Ahnung. Ja, du hast deine schöne Geschichte eingebrockt. Ausgerechneten Rechtsanwalt Gerlach musstest du meine Akten geben, den ich sowieso nicht leiden kann, diesen Sauschädel. Ja, aber das wusste ich doch nicht. Ach Gott, aber das eine sage ich dir. Wenn diese Sache herauskommt, wenn meine Frau erfährt, dass ich der Vater bin, dann kannst du was erleben. Das sage ich dir. Dann bist du erledigt. Dabei habe ich nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ach, Ludwig, du bist, ich dachte, Wimmer wäre gekommen. Ich erwarte ihn ganz dringend. Ja, ich weiß. Hast du schon gehört? Das wird Aufsehen erregen in der Stadt. Es soll sich ja um eine stadtbekannte Persönlichkeit handeln. Aber liebe Emma, so sei doch vernünftig. Bedenke doch, der arme Mann. Sag doch lieber das arme, hilflose Kind. Aber das ist doch schon ein erwachsener Mensch. Wer? Ja, das Kind, das ist doch kein Kind mehr. Das ist doch schon 24 Jahre alt. Woher weißt du denn das? Ach, du mein. Willst du mir nicht erklären?
Gewiss, liebe Emma, gewiss. Was sag ich bloß? Schau, liebe Emma, sowas kommt doch alle Tage einmal vor. Und ja, du darfst das nicht so eng sehen. Nicht ein junger Mann und eine Tänzerin. Also. Woher weißt du denn, dass es eine Tänzerin war? Ach du meine Güte. Ludwig, ich sehe es dir an. Du weißt mehr. Heraus mit der Sprache. Ich weiß gar nichts weiß ich, aber Ferdinand... Mein Mann? Ja, was hat denn mein Mann damit zu tun? Na, nichts, gar nichts. Schau, liebe Emma, ich bin ja schuld an der ganzen Geschichte. Du? Ja, ich hab das Unheil angerichtet. Ludwig, du? Ja, ich. Du bist der Vater? Was? Nein, welcher Vater? Leugne nicht, dein schlechtes Gewissen hat dich jetzt verraten. Komm, du musst mir jetzt alles haarklein erzählen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ich habe so eine Unruhe in mir. Mist gar nicht. Ach. Ja, brauche ich einen Schluck. Bleibt jetzt besser. Ferdinand, bist du allein? Alter Limmer, Schicksal nimmt dir den Lauf. Ja, komm nur rein. Ach. Ich muss dich dringend in einer sehr diskreten Angelegenheit sprechen. Ja, halt keine langen Vorreden. Ich kann mir schon denken, um was es sich handelt. Ach. Weißt du nun, wer der Vater ist? Ich? Ja. Ich hab's ja von Anfang an gewusst. Was? Dass er ein Wort gesagt? Keinem Menschen. Also, das hätte ich dir nicht zugetraut. Mein Gott, ich war damals ein junger Mann. Ja, 25 Jahren. Da war damals draußen im Puerto eine spanische Tänzerin. Señorita Rosita. Genannt die spanische Fliege. Erinnerst du dich? Ja, dunkel, aber erzähl weiter. Nun ja, ich habe sie einmal zum Abendessen eingeladen. Wir beide waren lustig, vergnügt. Und eines Tages, ich dachte schon gar nicht mehr an diese Geschichte, bekam ich dieses Bild hier. Was ist denn das? Ein Kind. Mein Kind. Dein Kind? Ja, ich bin der Vater. Du bist? Ja. Er ist der Vater. Du hast leicht lachen. So aber versetz dich doch einmal in meine Lage. Ich. Als Vorstandsmitglied des hiesigen Sinnlichkeitsvereins. Ich bin ja blamiert. Ja, immer, was magst du denn auch so Blödheiten? Ja, wie konnte denn das auch ahnen, dass jetzt, nach 24 Jahren, wie deine Frau heute zu mir gekommen ist und von der Geschichte anfing, ich dachte, mich trifft der Schlag. Aber wie immer, weißt du auch bestimmt, dass das dein Kind ist? Bestimmt kann man sowas nie wissen. Aber immerhin, eine gewisse Ähnlichkeit ist noch vorhanden. Ja, eine kolossale Ähnlichkeit. Findest du auch? Ja, der gleiche Wasserkopf. Böse Witze, ja. Das Kind ist sogar sehr schön. Ja, ja. Und so intelligent. In diesem zarten Kindesalter, weißt du, was das Kind da gemacht hat? Ja, kann man schon denken. Ein Verhalten hat es hier gemacht. Hier auf der Rückseite steht, freu dich, Papa. Nun bin ich da. Woher heißt denn du das? Ich habe das gleiche Foto bekommen. Und wer weiß, wie viel noch? Das
Dutzend sind Sie billiger. Ja, aber immerhin, ich habe 24 Jahre für das Kind bezahlt. Hör ich doch auf! ich alter Esel. Nein, ich alter Esel. Na, da brauchen wir uns nicht streiten. Du hast aber recht, das Kind ist sehr intelligent. Hat sich die zwei Dümmsten ausgesucht. Weißt du, kannst du mir, weißt du Bescheid, was aus deinem Herrn Sohn geworden ist? Moment, immerhin ist das auch dein Sohn. Nein. Ich hab mich privat distanziert. Also, was genau ist, weiß ich auch nicht. Aber vor circa 10 Jahren habe ich die Aufforderung bekommen, 5000 Schilling zu bezahlen, damit der Junge etwas Ordentliches lernen kann. Und du warst natürlich so dumm und hast es überwiesen. Ja. Ich auch. Ich habe es ja nur aus Angst gemacht. Ja, damit der Bengel nicht eines Tages hier auftaucht. Ja, das wäre eine große Bescherung. Jesus. Alles ist möglich. Aber was sage ich jetzt dem Sittlichkeitsverein? Ich sollte doch den Vater ausfindig machen. Ja. Und meine Frau? Ja, das ist ja nicht Lobkarl. Das ist ja meine größte Angst. Aber vor allem, du musst jetzt hier verschwinden. Ja, aber wenn sie uns hier zusammen sieht, dann schöpft sie gleich Verdacht. Ja, aber sie wird mich doch fragen. Ja, dann sagst du, das Kind ist tot. Sehr witzig. Sie will doch wissen, wer der Vater ist. Ja, na, dann sagst du, das sollen wir auch gern wissen. Aber jetzt verschwinde. Ach, eine schöne Geschichte. Die wird ja immer verwickelter. Ach, jetzt hat mir der Wimmer auch noch Angst eingetreten. Ja, wie? Der junge Herr ist wieder da. Was für ein junger Herr? Ja, aber gestern schon zweimal hier und auch heute. Was will er denn? Ist es dienstlich? Ich glaube, es handelt sich um eine Familienangelegenheit. Sauschädel sein. Ich will nicht zu sprechen. Aber wo es sich doch um ihr Kind handelt. Und was hast du gesagt? Der Michi. Sie sind doch der Vater. Was? Der Vater? Also, sollte es sich um den Jungen handeln? Das habe ich doch gleich gemerkt. Das ist doch nicht möglich. Er soll reinkommen. Freilich, Papa, nun bin ich da. Gestatten Sie, dass ich Ihnen als Vater... Nicht so laut! Dass ich Ihnen als Vater... Halt doch den Schnabel! Gott sei Dank bin ich da. Der ganze Wimmer. Ich sehe mich so aufmerksam an. Frage ich ihn nicht? Ja, schon. Aber ich habe eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, merkwürdig. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute ich ähnlich sehe. Oh, das kommt schon. Sag mal, Junge. Wie sind Sie auf die Idee verfallen, ausgerechnet hierher zu kommen? Naja, das war die Idee meiner Mama. Deine Mama! Was macht sie denn, die alte spanische Fliege? Wie meinen? Oh, wie geht's ihr denn? Immer noch? Das weiß er wahrscheinlich nicht. Ich wollte nur sagen, noch immer flott auf den Beinen. Ja, danke. Ich soll übrigens die herzlichsten Grüße von meiner lieben Mama an ihre werte Frau Gemahlin überbringen. Dankeschön. Sind Sie mehr blödsinnig geworden? Die hat doch keine Ahnung. Ja, meine Mama hat doch noch gesagt, ich soll
Nein, die darf auch nichts erfahren. Jetzt bedenke, sie ist im Vorstand des Vereins zur Förderung der Sittlichkeit. Ja, meine Mama doch auch. Was nicht? Feiner Verein. Das ist ja nun mal Ihr Herzenswunsch, dass ich mich verheirate. Ah, drum sind Sie zu mir gekommen? Naja, ich muss Sie als Vater doch um Ihre Einwilligung bitten. Ach so, jetzt verstehe ich. Eigentlich ein netter Zug von mir. Ja. Sie haben also nichts dagegen? Oh nein! Heiraten Sie nur, Papa! Jetzt sag mal, Junge. Oh, er tut's mich schon. Komm her zu mir. Komm her. Also, sag mir, hat dich deine Mutter was Ordentliches lernen lassen? Was bist du denn? Assyriologe. Ah. Was bist du? Assyriologe. Aha, aha. Na, warum eigentlich nicht? Ja, was verdienst du denn da die Woche? Naja, ich habe momentan keine feste Anstellung. Ich schreibe ein Werk über den König Schmaschumucki und habe da eine hochinteressante Entdeckung gemacht. Aha, und die wäre? Ich habe herausgefunden, dass Karachadasch, der allgemein ja für den Sohn des Ashurishishi gehalten wird, eigentlich der Sohn des Bulapuriyash ist. Was sagen Sie dazu? Mir fehlen die Worte. Es ergibt sich hierbei die interessante Tatsache, dass Karachadasch zwei Väter hätte. Und das ist doch nicht möglich. Sag das nicht, das sind meine Zahlen. Das ist alles möglich. Ja, glaub mir. Aber sag. Warum hat dich denn deine Mutter nichts Vernünftiges lernen lassen? So Schlosser, Schneider, Kocher, aber was Reelles? Na, erlauben Sie mal die Assyriologie? Na, Quatsch! Wie viel Väter der alte Kladderadatsch gehabt hat, das interessiert doch keine Sau! Du hättest einen ordentlichen Beruf annehmen sollen. Das wärst du deinen Vätern schuldig gewesen. Das kannst du deiner Mutter ausrichten. Meine Mama hat gesagt, folge deinen Neigungen, mein Junge, wenn es auch nichts einbringt. Papa hat's ja dazu. Der hat's ja! Ja. Und jetzt, wo Sie mit meiner Heirat einverstanden sind, werden Sie sich doch auch nicht lumpen lassen. Jetzt fangt ihr die Nerverei schon wieder an! Na gut. So, da kriegst du jetzt 100 Schilling. 100 Schilling. Da hast du 100 Schillinge. Aber jetzt ist Schluss! Schluss! Aber Herr Michel. Damit, das ist alles aus. Du Michel, hör mal. Ja. Opa, da. Guten Tag. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Weißt du nicht, wie du siehst? Nein, keine Ahnung. Das ist das Blut der spanischen Fliege. Nicht mehr. Was da? Du! Du bist! Das ist auch ein Verwandter von dir. Ja, freue mich, Sie kennenzulernen. Ich mich auch. Aber von der Mutter hat er eigentlich gar nichts. Sie kennen meine Mama? Ja, jetzt ist raus mit den Familienszenen. Der Junge, den darf hier niemand sehen, der muss raus. Aber weg. Herr Michel, was soll ich denn mit den 100 Schilling anfangen? Oh, das ist ihm zu wenig. Gib ihm auch was. Aber gern. Hier, mein Sohn, hier hast du 100 Schilling. Ja, aber
Jetzt sei nicht unverschämt und verschwinde! Na, da kommt der Burwig! Ach, der muss raus! Der darf dich hier nicht sehen! Ja, nein, 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 zu spät, zu spät! Da muss ich. Hey, da einen Augenblick noch! Wir zwei, wir gehen runter und fangen den Burwig ab! Und dann holen wir ihn ins Büro. Ja, ja. Ach, herrje, die beiden sind so merkwürdig. Ach, Fräulein! Was haben Sie denn, Herr Meisel? Ich habe eben mit Ihrem Papa gesprochen. Na also! Ja, und er hat gesagt, er hat nichts dagegen. Ja. Und dann hat er mir 100 Schilling gegeben. Wer? Na, der Herr Michel. Ich dachte, Sie haben mit Papa gesprochen. Ja, das ist doch Ihr Papa. Aber nein, mein Vater ist doch der Abgeordnete Burwig. Gehen Sie sich da auf den... Ach, herrje. Ich habe meine Mama schon telegrafiert, dass ich den ersten Blick in Fräulein Michel verliebt habe. Also, Burwig, der ist ja eben unten angekommen. So? Na, mit dem müssen Sie reden. Ah, ich weiß. Ich war schon auf der Treppe. Jetzt habe ich die ganze Courage verloren. Aber warum denn? Ja, weil die alle so viel Angst vor ihm haben. Unsinn. Sie müssen einfach ein bisschen forscher auftreten. Sie müssen ihn überrumpeln. Meinen Sie? Kommen Sie, ich sage Ihnen Bescheid. Ich sage Ihnen Bescheid. Ja, und was soll ich jetzt mit den 200 Schilling anfangen? Gott sei Dank, es weg. Mein lieber Wimmer, ich habe dir bereits in deiner Wohnung die Frage gestellt, wie weit bist du mit den Recherchen bezüglich der Eruierung des unehelichen Vaters gekommen? Ich erteile dir hiermit das Wort. Ja, lieber Schwager, trotz meiner eifrigsten Bemühungen ist es mir leider nicht gelungen. Ach, Eduard, gut, dass du da bist. Wisst ihr, wer der Vater ist? Ja, nein, der Wimmer hat es auch noch nicht herausbekommen. Dann werde ich es euch sagen. Und sie weiß es. Jetzt geht's schief. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Ja, wer ist es denn? Ein Angehöriger unserer Familie. Da hast du sie, mein Mädchen. Unserer Familie? Es ist... Onkel Ludwig. Der Heiter! Der auch! Ludwig! Du! Er hat es mir nach langem Träumen endlich eingestanden. Was sagt ihr? Weißt du, lieber Ludwig, schämen sollst du dich. Na, hör mal! Pfui! Jawohl! Schämen solltest du dich. Na, hör mal! Pfui! Und das Kind? Das Kind ist tot. Tot? Ja, das hat sich zu seinen Vätern verabschiedet. Verzeihen Sie, meine Herrschaften. Da ist er ja. Herr Michi, ich habe mich geirrt. Sie sind's ja gar nicht. Nein? Jetzt kommt's an den Tag. Habe ich vielleicht die Ehre mit Herrn Burwig? Burwig? Freu dich, Papa!